Rufus. Wie jetzt? Noch einer von der Sorte? Welcher Rufus bist du nun wieder? Ich bin der Rufus, den ihr auf Elysium zurückgelassen habt, ihr Vollnasen. Das ist unmöglich. Wir haben dich beseitigt, bevor wir uns um Future Goal gekümmert haben. Habt ihr? Natürlich. Er hätte doch sonst nur wieder die andere Goal aufgehalten. Aber davon hattet ihr gar nichts erwähnt. Sie kennen ja auch nur die halbe Geschichte. Wie viele Zeitlinien gibt es denn? Scheibenkleister! Hey, wer ist da? Zimmerservice, okay? Aha. Können wir jetzt hier nochmal? Oh Gott, was denn noch alles? Ich bin mega verwirrt. Irgendwas ist anders. Ich komm nicht drauf, was? Es ist der berühmte Elefant im Raum. Dachtest du wirklich, du könntest einfach so unser Umux stehlen? Falsch gedacht. Du gehörst nicht in diese Zeit. Wir werden dich entfernen müssen. Ach ja? Dazu müsstet ihr mich erstmal fangen. Hey, stopp! Ich sagte, stehen bleiben! Du kannst deinem Schicksal nicht entfliehen, auch wenn es ein umständliches Kostüm trägt und darum leicht aus der Puste kommt. Aha, na, das werden wir ja sehen. Okay, hier warten noch Fuelux auf uns, oder? So, jetzt bist du dran. Wer braucht denn da so lange? So, jetzt bist du dran. Wir haben seinen Helm, Terminal. Ist das anstrengend. Nur einen Schritt weiter und ich löse die Selbstzerstörung aus. Schaffst du das auch, bevor wir dich aus diesem Zeitkontext geschossen haben? Gute Frage. Puh, ist das anstrengend. Ja, ich habe dir gesagt, wir sollten öfter mal joggen. Aber du wolltest ja unbedingt die Konsole. Wozu hat man Nachbarn? Nein, ehrlich, wozu? Milch klauen kann man auch von Leuten, die weiter weg wohnen. Aber du wolltest ja unbedingt die Konsole. Und weiter. Versteck dich, schnell! Da draußen läuft ein wilder Elefant frei herum. Ich weiß, er ist direkt hinter mir. Oh nein, halt mich fest, Henna. Solange wir uns lieben, haben wir nichts zu befürchten, Henna, Schatz. Milch. Stopp! Ich kann euch langsam nicht mehr ernst nehmen. Das solltest du aber. Wir werden dich zerstampfen wie eine Nushu-Nushu-Milbe. Puh. Gleich. Nachdem wir uns ein bisschen ausgeruht haben. Okay, Milch. Manu, Toni hatte nicht... Ich muss mich... Nein. Ich bleibe lieber auf Distanz. Sie mögen scheiden. Okay, können wir dann bitte hier hinten rumgehen? Ja, können wir. Auch wenn der Pfeil nicht angezeigt wurde. Okay, in Golds Habitat. Kohlenzange, loses Panel. Na sowas. Hier ist eine Nische, aber sie ist leer. Okay, so eine viele Uhrenzeiger. Warum habe ich nur das Gefühl, dass sie mich anlachen? Egal. Bauchgefühl ist Bauchgefühl. Nee. Ohne Werkzeug kann ich dieses Bauchgefühl... Werkzeug. Wir haben eine Kohlenzange. Eine Vase. Wir brauchen Tachyonen. Eigentlich wollte ich die ja lieber hier lassen. Aber mir gehen auch langsam die Ideen aus. Und solange ich vorsichtig bin... Muss ich mit... Hoppla. Ja. Scherben. Die Ofen hier oben. Nein, mit der Zange. Mit der Zange, 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 Zange. Kohlenzange. Da. Hab sie. Okay. Uhrzeiger. Scherben. Ich beginne zu verstehen. Aber dafür die Zeit geht aus. Ich. Und? Bilder. Im Timepod haben wir im Timepod vielleicht ein Brillengestell. Nein. Uhrzeiger. Es ist noch nicht zu spät für Oh shit. Super. Ein bisschen Glück kann ich gut gebrauchen. Kann ich die in den Helm einsetzen? Nein.
Loses Panel. Oh, der Elefant ist gleich hier. Na sowas. Hier ist eine Nische. Aber sie ist leer. Können wir nach draußen gehen und... einmal eine Runde laufen. Hab ich dich endlich. Gibst du freiwillig auf oder müssen wir dich gewaltsam aus dieser Zeit entfernen? Ja, solange man mir eine Waffe vor die Nase hält, ist es doch sowieso nicht freiwillig, oder? Stimmt auch wieder. Das Portal, das sie unter meinen Füßen geöffnet hatten, führte in die Zwischenzeit. Dort geriet ich mitten in eine gewaltige Schrottlawine, die mich in die Tiefe riss. Au. Als würde eine ganze Stadt in einen klaffenden und auch nicht sehr angenehm riechenden Höllenschlund stürzt. Paradox City. Die Stadt muss abgerutscht sein, als sich die Zukunft unter ihr auftat. Ja, aber auch diese Zeitlinie hatte ein Ende. Nach einer Ewigkeit im freien Fall schlug ich schließlich dort auf. Mein letzter Gedanke war, hätte ich doch auch eine Waffe, mit der ich Portale öffnen kann. Vielleicht hätte ich damit meinen Fall bremsen können. Das erklärt nicht, wie du auf unseren Rücksitz kommst. Nein. Tut es nicht. Nun lass mich doch mal ein bisschen Spannung aufbauen. Ich nehme an, dass das Ganze so oder so ähnlich viele tausend Mal passiert ist. Und jedes Mal kam ich anschließend auf Elysium wieder zu mir und hatte alles vergessen. Fast alles. Denn allmählich kamen mir diese Abläufe schon ein bisschen bekannt vor. Okay, das Ganze nochmal. Wir müssen eine 4D-Brille und irgendwie... Scheiben. Eine Tachyonenarmbrust. Oder irgendwie... Ich glaube, ich habe ein... Es ist... Verdacht. Kennen wir ja alle schon, wie... Ich will das... Hey, stopp! Stopp, stopp, ja, ja, komm uns hinterher, rosa, pinker Elefant, Utopianer. Milch geholt, mehr war nicht abzugreifen. Okay, Milch geholt. Alles nochmal von vorne. Wir haben nur sehr wenig Zeit. Kohlenzange. Quasi. Ich werde die Dialoge jetzt auch skippen, weil wir dadurch mehr Zeit haben. Kohlenzange, Uhrzeiger. Kohlenzange, ich werde bestimmt nicht so lange. Monsterfußpantoffeln. Dafür brauchen. Dafür brauchen. Keine Nägel. Nein. Nein, nicht. Ich muss mich. Nee. Kommt schon. Jetzt es ist nicht. Können wir im Badezimmer noch irgendwas abgreifen? Ulysses. Wie lange wird das? Los, das Panel Bilder. Mann! Können wir die Scherben. Ich werde bestimmt nicht so lange. Ich werde bestimmt nicht. Können wir die Milch in das Panel stellen? Die Milch würde hier genau hineinpassen. Aber ich bezweifle, dass der Elefant ihretwegen hinter mir her ist. Ja, ist doch egal. Es ist noch... Stell es jetzt aber da rein. Dann Timeport-Knopf drücken. Nichts wie weg hier. Was ist denn jetzt schon wieder kaputt? Eine Art Wegfahrsperre? So vielleicht? Das ist ja mal... Es gibt offenbar nur... Nichts wie weg. Okay. Eine... Müssen wir die erst rausmachen? Die Zeit ist aus. Hey! Das hier sieht genauso aus wie das erste Menü. Interessant. Ich wusste doch, dass ich es ohne die Gebrauchsanleitung schaffe. Oh Mann. Hey, stopp! Wo willst du hin? Sag ich nicht. Nanu, das hier ist doch nicht die Zwischenzeit. Ich muss direkt durch ein zweites Portal gerauscht sein. Ach, du dicker Vater. Das hier ist Golds Kindheit. Mach nicht so einen Lärm da unten, junges Fräulein. Du weißt doch, Ungehorsam führt zu Chaos. Chaos führt zu Müll. Und Müll führt zu Deponia. Er hat sich gerade davon disqualifiziert, seine hypothetischen Enkel übers Wochenende aufzunehmen. Das sehe ich genau. Oh Gott, wir haben wieder nur wenig Zeit. Alter, loses Panel. Na sowas. Aber sie ist...
Ja, aber diesmal passt hier die Milch rein. Verderbliche Milch in einer geheimen Nische verstaut? Check. So, damit hätten wir Feta-Käse, wenn wir wieder vorne sind. Bobo Bär lernt Klavier. Baby Goal, Fernseher. Oh Gott, wir müssen uns schnell umsehen. Wir haben nur wenig Zeit, das ist zum Kotzen. Hey, die Telebuddies. Oh Gott. Das wäre um ein Haar meine Lieblingsserie gewesen, aber die Synchronstimme von Stinky Winky konnte ich nicht leiden. Eine Woche lang habe ich geheult und mit Brei um mich geworfen. Am letzten Montag hatte ich mich dran gewöhnt. Goal scheint es auch zu gefallen. Ich hoffe, sie sitzt nah genug, um alles zu erkennen. Ja, sie ist gerade sehr beschäftigt. Das heißt, ich nehme... Wie denn? Bestehst du etwa immer noch auf diesem langweiligen Buch? Du hast doch jetzt Stinky Winky. Ach, das gibt's doch nicht. Okay, Baby Goal. Sie ist geradezu hypnotisiert von der Glotze. Aber ja, mir hat diese Art der Früherziehung ja auch nicht geschadet. Ich weiß zwar immer noch nicht, wie man Buchstabenbauklötze stapelt, aber dafür verfüge ich über eine hohe Medienkompetenz. Nicht so lange reden. Agdudu, Agdudu, welches brave Kleinkind gibt dem Onkel Rufus seinen leckeren Lolli? Stinky Winky. Fast genau, richtig. Genau. So, und jetzt haben wir hier noch Bobo Bär lernt Cello. Und, nein. Das ist nicht gut. Überraschung! Dachtest du wirklich, du könntest dich hier vor uns verstecken? Falsch gedacht. Und jetzt bin ich dran mit Suchen. Wieder falsch. Du bist jetzt dran mit eliminiert werden. Und Gnade dir, Xorfix, wenn du hier irgendetwas verändert hast. Ach, ich habe gar nichts verändert. Ich habe nur Feta-Käse erschaffen. Mann. Okay, alles nochmal von vorne. Kennen wir ja. Ja, Zimmerservice, den nehmen wir mal mit. Warum, weiß ich noch nicht so genau, aber... Hallo? Ich glaube, ich habe ein Déjà-vu. Irgendetwas stimmt hier nicht. Aber ich komme nicht drauf, was... Es ist der berühmte Elefant im Raum. Dachtest was du wirklich... Könnte wohl nicht stimmen. So, hinterher, komm schon. Wir haben nicht viel Zeit. Stopp! So. Bisschen Zeit haben wir ja jetzt. Milch und mehr war nicht ab. Milch geholt brauchen wir ja eigentlich gar nicht. Eine Flasche voller Käse. Also das hat hier so seltsam gerochen. Dann nehmen wir den Käse doch mal mit. Immerhin haben wir jetzt schon mal Milch und Käse. Wir müssen trotzdem nochmal alles am besten wiederholen und das Portal erschaffen. So, Kohlenzange, Uhrzeiger, die Vase und die Scherben mitnehmen. Da. Wir müssen das jetzt schaffen. Vase mitnehmen, also runterschmeißen und schön drauf. Eigentlich wollte ich aber mir und so lang. Vorsichtig hoppla. Bin. Ja, hoppla. Scherben mitnehmen. Ins Timepod. Knopf drücken. Einmal hier nach rechts durch. Achso. Nichts. Ja, einmal hier. Eine Art. Wegfahrsperre. Jetzt aber. Musik ist mir gerade egal. Temperatur ist mir auch egal. Hier. Portal am Boden. Das hier. Ach, ich wusste. Die Gebrauchsanleitung. Hey, stopp, wo willst du hin? Zeig ich euch nicht. Abzugsportal. So, hier nochmal als von vorne. Fernseher einschalten. So. Dann Milch reinstellen. Für den Fall der Fälle, dass wir es wieder verkacken. Ansonsten haben wir im nächsten Durchlauf wahrscheinlich keinen Käse. Verderbliche. So. Bubu Bär lernt Cello. Was haben wir hier noch? Ulysses Lunchbox. Die können wir auch dann noch mitnehmen. Wollen wir doch mal nach. Was der Oberkontrolleur zum Mittag nimmt. Ich skippe das ein bisschen. Ein Apfel und eine Nachricht. Ich habe dir zur Abwechslung diese Süßigkeiten ruinieren dir auf Dauer. Geschieht ihm recht, ja. Ein Teil seiner Verbitterung kann ich. Zu wenig Zucker. So, was haben wir jetzt? Cello, können wir das vielleicht austauschen? Wo bin ich? Ah, da bin ich ja. Da, hinter dir. Okay. Ach, Kinder sind schon doof. So, was bringt ihr das jetzt? Früherziehung ist extrem wichtig. Mein perfektes Gehör verdanke ich beispielsweise dem Umstand. Okay, Käse, Uhrzeiger.
Warum muss ich an das Wort? Das ist doch nur Kau... Wie Rokoko oder Fu... Okay, wir haben Tachyon-Pfeil. Das kommt mir alles... War das... Und... Können wir rausgehen? Scheiße, ich sitze... Verschlossen? Was auch sonst? Das ist Lunchbox. Kommt schon, jetzt glitzert... Können dafür wir denn... Dafür brauche ich... Und? Wie kriegen wir jetzt die 4D-Brille, verdammt? Auch wenn das irgendwie... Wie kriegen wir... Nicht. Mann! Überraschung! Dachtest du wirklich, du könntest dich hier vor uns verstecken? Falsch gedacht. Und jetzt bin ich dran mit Suchen. Wieder falsch. Du bist jetzt dran mit Eliminieren. Eliminiert und werden, ja, bla 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 bla. Ohne Witz. Können wir hier eine Pause machen? Kann ich hier? Scheibenkleister. Zimmerservice. Ja, ja. Okay. Hier haben wir Zeit. Ich denke, wir probieren das nächste Folge in der nächsten Aufnahmesession noch einmal. Jetzt hat es ja schon fast geklappt. Ich weiß nur nicht, wo wir die 4D-Brille herkriegen sollen. Aber das finden wir schon. Ich wünsche euch auf jeden Fall einen wunderschönen Tag. Und wir sehen uns morgen. Alle Voraussicht nach morgen. Vielleicht auch noch heute in der nächsten Aufnahmesession auf jeden Fall wieder. Und dann werden wir die zeitreisenden Utopianer austricksen und hoffentlich ein Portal erschaffen, mit dem wir dann weiterkommen. Ich wünsche euch was heute. Einen wunderschönen Tag, eine wunderschöne Zeit. Bis demnächst. Euer Matze. Macht's gut. Ciao.